Ja, moin. Willkommen zurück zu 9 Years of Shadows. Wir haben das vermeintlich letzte Gemälde in der letzten Folge geklatscht, beziehungsweise abgeschlossen mit einer fliegenden Katze. Können uns jetzt in einen Phönix, oder wir haben eine Phönixform, damit können wir gleiten. Und uns wurde gesagt, dass wir die Korruption aus dem Herzen von Talos, Talos ist glaube ich hier so das Schloss, rausschneiden müssen. Von diesem Geist, die will, dass wir ihre, ihr einziger Wunsch ist, dass wir ihre große Liebe befreien oder so. Und anscheinend haben wir hier ein Kristall, also das, dieses Symbol da in der Mitte, keine Ahnung was das ist, aber da gehen wir jetzt gleich mal hin. Es ist nicht, was das ist, wir werden es sehen, genau. Erstmal weiter. Ach, und wir haben noch jetzt noch eine Fähigkeit bekommen. Wenn wir, genau, wir haben so einen Bumerang-Effekt bei unseren Projektilen. Was auch durch Wände geht. Ja. Komm her, Junge. Bang. Au. Boom. Okay. Ja. Schauen wir mal. Ne? Lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Alright. Ja, ey. Also keine Zeit zu reagieren, goddammit. Warte mal, können wir... Yes. Alright, so. Hier können wir jetzt, ne? So, das ist die Phönixform. Und da können wir einen, so einen Feuerblast, oh Gott, auslösen. Und wenn wir damit irgendwas treffen, dann steigen wir wieder weiter hoch. Ist das wieder ein Relikt? Jawohl, jetzt haben wir 3. Das heißt, wir brauchen noch ein oder ein Rüstungsfragment. Dann können wir alle Rüstungen upgraden. Geilo. Nee, Junge. So. Das ist doch Shay. Das heißt, wir gehen einmal zum Theater. Eine Quest ist ja noch komplett offen. Genau, da haben wir noch, müssen wir 2 Bosse killen. Da kriegen wir dann noch ein Lichtfragment. Wofür auch immer diese Lichtfragmente sind. Aber hey, ich nehme jetzt einmal Helios, bitte. Weiß nicht, warum Poseidon, warum ich ein Poseidon-Hasser bin. Aber irgendwie machen wir das als letztes so. Und hier das Licht können wir jetzt auch nochmal upgraden. Schön. Noch mehr Schutz, Rüstung, nicht Rüstung, Schild. Und Projektile. Fernkampf. Yep. So. Hier war das Bild. Portrait of... Oh. Ah, wir müssen jetzt von oben rein. Okay. Portrait of Demise hieß das, glaube ich. Ich weiß echt nicht. Demise ist, glaube ich, Zerfall. Kann das sein? Bin mir nicht sicher. Ich bin halt schon gut in Englisch, aber jedes Wort kenne ich natürlich jetzt auch nicht so. Direkt. Nein. Hier nochmal hoch. Haben wir hier, okay. Ah, ein von den Bossen für die Quest, glaube ich. Ja. Phrynice. My. Schau dich an, was ist dein Name, Darling? Ich bin Europa. Bist du nicht schön, Europa? Danke. Ganz ehrlich, wir müssen die Ebe kämpfen. Ja, ja. Eh nur für die Quest. Okay. Uiuiui. Okay. Aua. Nein, scheiße.
Ich kann ja nicht wirklich gut Schaden machen. Oder DPS, sagen wir es so. Soll man die echt so machen? Ach, fuck. Ja, natürlich. So. Versuch mal. Ah, okay. Ah, jetzt kommt sie runter. Ja, klar. Okay, wieder das gleiche oder was? Okay. Wurde ich getroffen? Ich merke es nicht, wenn ich getroffen werde teilweise. Ne? Das Trefferfeedback ist echt komisch teilweise. Ja, mach einfach das. Mm-mm. Sie wird aber schon dunkel. Da wurde ich, glaube ich, wieder getroffen. Scheiße. Ei. Okay, natürlich. Oh! Okay. Bam. Ja. Scheiße. Hm. Einfach nur so eins nach dem anderen. Die ist fast tot. So. GG! Okay. Ja, ne. Fand ich jetzt nicht so geil. Man konnte halt nicht wirklich Schaden machen. Quest updated. Okay. Ja, eins von zwei Bossen. Könnt mir vorstellen, dass es vier Quests gibt. Für jede Quest kriegt man halt so ein Light, Shard of Light oder so. Da oben rechts, wovon wir drei haben. Da kann man dann die alle Rüstungen irgendwie nochmal upgraden vielleicht. Oder so. So, bang. Was haben wir hier? Eine Note, eine blaue. Alright. Okay. Wollen wir nicht. Jetzt speichern gehen sollen. Ja. Au. Hier. Uiuiui. Ja, ey. Alter. Was willst du da machen? Nein. Dann einmal nach da oben rechts. Glaube ich. Okay. Chill. Moment. Ah. Wollte gerade sagen, oben rechts. Das nicht. Okay. Ihre Herzen bewusst. Ihre Stimmen sicher.
deine einzige Aufgabe durchhalten. Die alten Leute teult, das Wort habe ich noch nie gesehen, kenne ich nicht. Sind eins. Mein Körper ist der Beweis ihrer Vereinigung. Ihre Hoffnung und Liebe für die alte Welt gab ihrem Plan, den sie gesponnen haben, eine Bestimmung. Du musst den Fluch in dir behalten, haben sie geheult. Ich werde gehorchen. Okay. Bis meine letzte Wand zu Staub zerfällt. Was ist, wenn man da links lang geht? Boah. Really? Okay. Oder geht's da gar nicht lang? Ah, geht's gar nicht lang. Doch, da ist doch noch was. Ach so, da kommt man her. Okay. Ich dachte, da unten ist noch was vielleicht. Okay, so. Oh. Okay, bang. So. Ja, du bist mir egal. Tschüss. Wir können nach rechts. Ja. Nein. Wir können nicht nach links. Okay, ja. Kommt man nur von woanders hin. Von hier wahrscheinlich. Yep. Aber wir müssen auch lang. Okay. Okay. Da ist Wasser. Hier ist ein Boss. Ich würde aber gern erstmal speichern. Nirgendwo ein Speicherraum. Warum ist hier kein Speicherraum? Na komm, wird schon. Wir müssen dann alles nochmal machen, aber jetzt ist es zu spät. Okay. Oh. Scheiße, das ist, glaube ich, ein krasser Boss. Oh nein. Ich muss den Boss dann nochmal machen, wenn ich jetzt verkacke. Hilfe. Der Kristall in dieser Maschine sieht aus wie die Geoden, die wir hier schon überall gesehen haben. Sieht aber korrumpiert aus. Der Fluch hat es in eine Abomination, in einen Scheusal verwandelt. Zwie! Wir können nicht weglaufen, wir müssen es vernichten. Okay, wir sind wieder hier. Au. Ja. Hab alles nochmal gemacht und das Spiel ist auch abgestürzt. Nochmal. Das ist schon das dritte Mal abgestürzt in ein paar Stunden. Das ist nicht so geil irgendwie. Ah. Okay. Ja. Naja, da konnte ich nichts mehr machen. Au. Okay. Autsch. So. Warte mal. Nee. Autsch. Okay. Schnell. Okay. So machen wir eigentlich viel mehr DPS, oder? Glaube ich. Ja. Mann, Bär, warum wechselst du immer? GG! Okay. Irgendwie, man konnte den halt trotzdem cheesen. Merkwürdig. Gegnerdesign und Bossdesign ist komisch. Portrait of In. Ach, das ist die Quest. Ah. Ah, okay.
dachte, das wäre irgendwie irgendwas Hauptmäßiges, weil. Warum? Weil das so korrumpiert war, das Ding. Hm, cool. Dann haben wir den letzten Lichtschad. So. Okay, hier ist Gift. Bang, bang. So. Ups, nein. Warum auch immer hier nochmal Gift ist. Hier ist Hitze wieder. Alter, warum kommt man da so schnell raus? Ey. Hey, bang. Okay, jawohl. So. Au. Ach, Junge. Scheiße. Konnte man wieder nicht ausweichen, weil er einen in die Ecke gedrängt hat? Au. Alright. Hier ist eine zerstörbare Wand. Bitte. Nee, schade, nur mit Geld. Aber wir brauchen gerade wieder Geld. Wir haben nicht viel. Irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Wir hatten ultra viel. Die Upgrades haben anscheinend viel gekostet. Sind wir fast da. Hm. Einmal erst die Tür aufmachen. Ah ne, Tür geht erst... Ah doch. Hier ist die Tür jetzt auf. Wir gehen nochmal speichern. Ne? Man weiß ja nie, was jetzt kommt. Können wir irgendwas? Nein. Upgraden können wir nichts. Du, 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 du. So. Was haben wir da jetzt? Korrumpierter Kristall. Oder was? Oder wie? Oder was? Ah ja, es. Fahrstuhl können wir noch nicht nehmen anscheinend. Ui. Generators can activate nearby elevators and doors. Okay, das ist. Das war nur ein Generator. Okay. Okay. War das dann da so komisch markiert? Hm. Naja, wo kommen wir jetzt hin? Hoch? Nee. Was sie über diesen Ort sagen, ist wahr. Das Schloss war nicht nur, wurde nicht nur auf einem schlafenden Giganten gebaut. Es ist einfach, es ist ein Teil von ihm geworden. Was auch immer hier unten ist, ist gefährlich und kann Talos gefährlich werden, ja. Ich hoffe, dass es nicht komplett konsumiert wurde von der Dunkelheit, wenn ich ankomme. Wenn es schon passiert wäre, wäre das Schloss wahrscheinlich schon zusammengebrochen. Zusammengefallen. Ich glaube, das ist immer die gleiche Animation, dass man denkt, man fährt nach oben, oder? Ja. Hier sind drei. Ich hätte die Quests abgeben sollen. Ja, jetzt ist zu spät. So. Gucken wir mal, was hier so abgeht. Ich werde jetzt nicht nochmal zurückfahren. Obwohl. Wir kriegen halt nur einen Lichtschad, egal.
Okay, noch ein Talos Core. Noch ein Aufzug. Jetzt nach oben und rechts, okay. Theater, okay. Ja gut, wenn hier auch ein Theater ist, dann umso besser. Okay, Generator oder was? Wieder? Blauen Generator. Was machen wir jetzt an? Ah, ein von zwei haben wir angemacht, okay. I see. Aha. Okay. Hier ist der dritte. Für was auch immer er ist. Da war noch ein Weg, den wir nicht genommen haben. Ah. Ja. Moment. Moment. Geh nochmal rum. Gehe nochmal rum. Hier in dem Raum, oder? Ja. Ah, hier kann man. Nein, Alter, Junge! Ah, diese fliegenden Viecher, ey. Wo bist du? Bam. Hier. Mhm. Karte? Jupp. Ach, hier ist gar nicht mehr so viel. Okay. Müssen wir von da rein. Alles klar. Da sind dann nochmal vier Transition-Räume. Krass. Aber hier ist doch gar keine... Ach doch, ja, da ist ein... ups. Auf dem Abschnitt, wo wir nicht hin können, ist ein Theater. Aber warum wird das dann hier angezeigt? Sehr komisch. Bumm. Was ist hier? Ja, du bist mir egal. Ah, eine rote Note. Hä? Ach, haben wir jetzt den Transition-Raum da links aktiviert? Oder was hat dieser eine Schalter gemacht? Ah nee, wir haben... Ich bin auch blöd. Hier ist ein Transition-Raum und da kommen wir dann runter. Natürlich. Den haben wir ja... Au. Geöffnet. Beziehungsweise aktiviert. Ja, ich bin blöd. Okay. Da ist dann auch ein Speicherpunkt. Direkt. Geilo. Was denkt sie jetzt? Was dieses... dieses Schloss muss unglaublich toll gewesen sein vor dem Fluch. Diese... diese wunderschönen Gänge und Fenster. Die detaillierten Gravierungen. Mit hunderte Jahren von Geschichte. Und jetzt verfallen sie einfach nur. Dieser Ort hat ein besseres Schicksal verdient. Ja, jetzt sind wir hier unten. Alles klar. Und ich würde sagen, hier erkunden wir in der nächsten Folge. Ja. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.